Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesgesundheitsminister Spahn hat heute um Geduld beim Kampf gegen die Corona-Pandemie geworben. Gemeinsam mit dem Chef des Robert-Koch-Instituts Wieler zeichnete er ein zwiespältiges Bild. Zwar gäbe es eine positive Entwicklung beim Infektionsgeschehen, die werde aber überschattet von der Sorge, dass sich hoch ansteckende Virusmutanten weiter ausbreiten könnten. 9.860 neue Corona-Fälle haben die Gesundheitsämter dem RKI binnen 24 Stunden gemeldet, rund 3.000 weniger als vergangenen Freitag. Dementsprechend ist auch die sogenannte 7-Tage-Inzidenz rückläufig. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche sinkt auf 62. Ab einem stabilen Inzidenzwert von 35 sollen nach dem Willen von Bund und Ländern Lockerungen in größerem Stil möglich sein. Aktuell wird diese Marke in bundesweit mehr als 50 Stadt- und Landkreisen erreicht oder unterschritten. Die meisten aber liegen deutlich darüber. Einkaufen nur noch einzeln, ausgeweitete Maskenpflicht. Flensburg verschärft die Corona-Regeln, denn hier wird jede dritte Neuinfektion von der britischen Mutante B117 verursacht. Auch in einer Berliner Klinik wurden 55 Fälle entdeckt. Insgesamt aber sinken die Zahlen, auch die Lage auf den Intensivstationen entspannt sich etwas. Wir sehen in den Daten, dass unsere Anstrengungen, die Kontaktreduktion und das Einhalten der AH+L-Regeln, also das Lüften, den Abstand halten, Hygiene einhalten, Masken tragen, dass diese Maßnahmen wirken. Sie wirken gegen Covid-19 und sie wirken auch gegen viele andere ansteckende Krankheiten. Geben wir all diesen Krankheiten weiterhin keine Chance. Grippe, Masern, Norovirus-Infektionen sind auf einem Tiefststand. Ein positiver Nebeneffekt. Jetzt müsse die Ausbreitung der Varianten gebremst werden. Für größere Lockerungen sei es zu früh. Wenn wir jetzt öffnen, verspielen wir den bisherigen Erfolg dieser sehr schwierigen Maßnahmen. Auch den Erfolg, den wir uns selbst ja durch Verzicht, durch Beschränkungen, durch Einschränkungen erarbeitet haben. Besser jetzt noch eine Weile durchhalten, als einen Rückschlag zu riskieren. Zu den neuen Bausteinen der Pandemiebekämpfung sollen bald auch Selbsttests für zu Hause gehören. Natürlich muss man die Menschen sehr gut aufklären, dass so ein Antigen-Schnelltest keine adäquate medizinische Diagnose ist, sondern vor allen Dingen dafür gilt, dass man Menschen identifiziert, die ansteckend sind und die deswegen Infektionsketten oder Superspreader-Events auslösen können. Die Tests also ein bisschen mehr Sicherheit, trotz der Unsicherheit durch neue Mutationen. Diese Unsicherheit hatte Bund und Länder veranlasst, den Inzidenzwert für Lockerungen auf 35 zu senken. Bundeskanzlerin Merkel sprach sich nun im ZDF dafür aus, vor neuen Öffnungsschritten jeweils 14 Tage abzuwarten. Wenn zum Beispiel Läden wieder öffnen könnten, müsse der Inzidenzwert weitere 2 Wochen stabil bleiben, bis die nächste Lockerung möglich sei. Zuletzt hatten einige Bundesländer Stufenpläne mit zeitlich ähnlichen Schritten vorgelegt. An Deutschlands Grenzen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol laufen die Vorbereitungen für groß angelegte Kontrollen. Beide gelten als Gebiete mit besonders gefährlichen Corona-Mutationen. Von Sonntag an ist eine Einreise nur noch in Ausnahmen und ausschließlich mit einem negativen Testergebnis möglich. Um das durchzusetzen, richtet die Bundespolizei stationäre Kontrollpunkte ein. Noch können sie aus Tschechien über die Grenze fahren. Keine Kontrollen im sächsischen Breitenau. Doch das soll sich in der Nacht auf Sonntag ändern. Die Infektionszahlen in den tschechischen Nachbargebieten, wie auch in Tirol, so hoch, dass die Bundesregierung die Grenze so gut wie dicht machen will. Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie die Virusmutation zu uns rüberschwappt. Grenzkontrollen im Herzen Europas sind schmerzhaft, aber wir können das Virus derzeit nicht anders stoppen. Ausnahmen soll es nur für wenige Reisende geben, für einen kleinen Kreis an Pendlern und auch für den Lieferverkehr. Vorausgesetzt ein negativer Corona-Test, jedes Mal ein neuer.
Einmal Ischgl reicht. Lieber an der Stelle auf Nummer sicher gehen. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Wir müssen das vernünftig organisieren. Da bin ich nicht ohne Sorge, das gebe ich ehrlich zu. Ich will keine 60 Kilometer Staus erleben. Diese Sorge teilen auch die Spediteure. Die Versorgung der Bevölkerung sei zwar sicher, Stillstände in der Industrie aber nicht auszuschließen. Die Lage kann sehr dramatisch werden. Wir haben größte Sorgen, dass Lieferketten so angespannt sind, dass sie zerreißen könnten. Schon im vergangenen Frühjahr Reisebeschränkungen, damals auch im Westen, mit Folgen, vor allem für die, die in den Grenzregionen leben. Heute sind viele Ministerpräsidenten gegen Grenzschließungen. Wohl auch, weil gerade in ihren Nachbarländern die Corona-Zahlen niedriger sind. Für mich sind Grenzschließungen immer ein Akt der Hilflosigkeit. Ich glaube, unser bestes Mittel in der Bekämpfung der Pandemie ist, dass man grenzüberschreitend sich abstimmt. Das haben wir gelernt aus dem ersten Lockdown, als die Grenzschließung damals kam, dass wir das eigentlich nicht mehr wollen für uns in Rheinland-Pfalz. Deshalb sind wir ganz eng mit unseren Partnern im Gespräch. Kritik am Mittag von der EU-Kommission. Pauschale Reiseverbote sollten eigentlich vermieden werden. Innenminister Seehofer reagiert prompt und deutlich. Der Gesundheitsschutz habe oberste Priorität. Ermahnungen aus Brüssel würden da nicht weiterhelfen. Auch die Regierung in Österreich hat die Reiseregeln für Tirol verschärft. Dort muss seit heute jeder, der aus dem Bundesland raus will, einen negativen Corona-Test vorlegen. Ziel ist, die Ausbreitung der dort grassierenden südafrikanischen Corona-Variante einzudämmen. An den Tiroler Grenzen zu anderen österreichischen Bundesländern und Deutschland sind für Kontrollen neben Polizisten nun auch Soldaten im Einsatz. Wer in ein anderes Bundesland will, lässt sich von Tests und Kontrollen nicht abhalten. Die Tiroler, so scheint es, haben sich damit arrangiert, Mutationsgebiet zu sein. Die Stimmung ist gelassen. Ja, wir haben damit gerechnet, wir haben es gewusst. Wir möchten aber unsere Verwandten besuchen in Osttirol und nehmen das in Kauf. Ich habe gemacht und ist in Ordnung. Die Wege aus Tirol führen über 44 Kontrollstellen. Polizisten und Soldaten überprüfen Testergebnisse. 1200 sind im Einsatz. Das bisherige Fazit, keine besonderen Vorkommnisse. Einige Unmutsbekundungen gibt es natürlich, dafür haben wir auch Verständnis. Aber die wirklich viele oder die große Zahl nimmt es zur Kenntnis. Damit es reibungslos läuft, sind Schnelltests vor Ort möglich. An der Straße von Weidring in Tirol nach Lofer in Salzburg steht ein mobiler Laborbus. Experten hatten die Maßnahmen wegen der südafrikanischen Covid-Mutation dringend empfohlen. Politisch wird gestritten. Wenn sich diese Variante durchsetzt, dann ist das ein Horrorszenario für die Gesundheit der Bevölkerung, weil der Impfstoff schlechter wirkt, aber auch für den Wirtschaftsstandort. Viel effektiver wäre es gewesen und sollte es in Zukunft sein, spezifisch, gezielt, regional rasch Maßnahmen zu setzen. Die Hoffnung ist jetzt, dass die Isolation Tirols nach 10 Tagen wie geplant beendet werden kann. Die Bundesregierung will deutsche Firmen für die Arbeitsbedingungen bei ihren ausländischen Zulieferbetrieben in die Verantwortung nehmen. Nach langem Ringen einigte sich die Koalition auf den Entwurf für ein Lieferkettengesetz. Es soll noch vor der Sommerpause beschlossen werden und von 2023 an zunächst für große Konzerne gelten. Diese werden dadurch verpflichtet, gegen Menschenrechtsverletzungen ihrer Zulieferer im Ausland vorzugehen. Kinderarbeit, geringe Löhne, unzumutbare Arbeitsbedingungen und keine Möglichkeit, sich zu wehren. Das ist in vielen Ländern so, auch bei Zulieferern für deutsche Unternehmen. Künftig sollen aber Firmen, die elementare Rechte missachten, keinen Wettbewerbsvorteil mehr haben. Nach langen Verhandlungen kommt das Lieferkettengesetz. Es geht darum, welche Verantwortung Unternehmen auch für Bedingungen bei ihren Zulieferern tragen. Es geht um die Einhaltung von Menschenrechten in globalen Lieferketten. Und damit um menschenwürdige Arbeit. Künftig müssen Firmen darauf achten, dass ihre Zulieferer Menschenrechte und Umweltstandards garantieren. Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften bekommen ein Klagerecht vor deutschen Gerichten. Und bei Verstößen drohen hohe Bußgelder. Das sind große Hürden, heißt es aus der Wirtschaft. Der Wirtschaftsminister wollte zumindest den bürokratischen Aufwand gering halten. Denn durch den Aufbau von Bürokratie ändert sich per se am Schutz der Menschenrechte zunächst einmal noch nichts. Und ich wollte auch vermeiden, dass am Ende deutsche Unternehmen sich aus Märkten in Entwicklungsländern zurückziehen. Beim Teeanbau in Indien zum Beispiel sollten den Arbeiterinnen dringend bessere Löhne gezahlt werden, findet Bundesentwicklungsminister Müller. Das neue Gesetz, ursprünglich seine Idee. Es stößt eine
Debatte in Deutschland und in Europa an über die Zukunft der Globalisierung, über eine gerechte Globalisierung. Und Deutschland setzt hier ein markantes Zeichen. Kritiker hätten sich deutlich schärfere Regeln gewünscht. Wenn der Bundestag zugestimmt hat, soll das Gesetz ab dem 1. Januar 2023 gelten. Zunächst für Betriebe mit mehr als 3.000 Beschäftigten. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat angekündigt, in den verbleibenden 4 Wochen des Landtagswahlkampfes kürzer zu treten, weil seine Frau an Krebs erkrankt ist. In einer Mitteilung schrieb Kretschmann, er wolle für seine Frau da sein, so gut es gehe, und werde deshalb nicht alle Wahlkampftermine wahrnehmen können. Er bleibe aber Spitzenkandidat und werde die Regierungsgeschäfte weiter mit vollem Einsatz führen. Die wegen Corona um ein Jahr verschobenen Olympischen Sommerspiele in Tokio stehen 5 Monate vor ihrer Eröffnung ohne Cheforganisator da. Der frühere Regierungschef Mori trat von diesem Posten zurück, nachdem er mit einer frauenfeindlichen Äußerung Empörung ausgelöst hatte. Mori hatte gesagt, Frauen würden Konferenzen in die Länge ziehen, weil sie zu viel redeten. Olympia ganz absagen, das forderten heute diese Demonstranten. Ein prominenter Name wird nun tatsächlich gestrichen. Nach tagelanger Diskussion um seine frauenfeindlichen Aussagen legt Yoshiro Mori, der Chef des Organisationskomitees, sein Amt nieder. Meine Person darf kein Hindernis für die Vorbereitung der Spiele sein. Denn das ist das Wichtigste, dass die Olympischen Spiele im Juli ordnungsgemäß abgehalten werden. Er wollte den Spielen eine Zukunft, japanisch Mirai, geben. Den Frauenanteil im Komitee erhöhen wollte er dagegen nicht. Konferenzen mit Frauen dauerten zu lange, so Mori. Die Frauen redeten zu viel. Das brachte ihm weltweit Kritik ein. Laut Umfragen sehen 80% der japanischen Bevölkerung die Spiele in Corona-Zeiten skeptisch. Mori ging erst, als sein Rückhalt bei den Sponsoren schwand. Richtig, dass er geht. Das war doch wirklich peinlich für Japan. Schade, so kurz vor dem Start, aber er hätte das einfach nicht sagen dürfen. Nun wird eine Frau als Nachfolgerin Moris gehandelt, die für Olympia zuständige Ministerin Seiko Hashimoto. Gut 5 Monate vor dem Start soll eine Arbeitsgruppe die Führungsfrage klären. Bayern München hat die Fußball-Club-WM in Doha gewonnen. Der deutsche Meister siegte gestern Abend im Endspiel gegen Tigres aus Mexiko. Nach einem positiven Corona-Test muss Thomas Müller isoliert von der Mannschaft in einem separaten Flugzeug zurückreisen. Die Kritik an Auslandsreisen von Fußballmannschaften während der Pandemie wächst. 6 Titel in einer Saison. Das hatte bislang nur der FC Barcelona geschafft. Gestern Abend aber gewann der FC Bayern in Katar die Clubweltmeisterschaft. Mit einem 1:0 gegen den mexikanischen Champions-League-Sieger. Zurück in München müssen die Bayern-Spieler aber nicht in Quarantäne. Am kommenden Montag schon treten sie im Bundesliga-Heimspiel gegen Arminia Bielefeld an. Dafür sorgt eine Ausnahmeregelung für Profisportler. Doch wie gerecht sind diese Privilegien in Zeiten, in denen Kitas zu sind und überall Corona-Beschränkungen herrschen? Das ist schon an manchen Stellen grenzwertig. Das muss man einfach auch so sehen. Und ich glaube, hier ist auch schon ein bisschen Fingerspitzengefühl auch vom Fußball gefragt, auch in der Zukunft. Zum Beispiel auch beim Umgang mit infizierten Spielern. Thomas Müller, am Mittwoch positiv getestet, wurde isoliert. In Quarantäne muss die Mannschaft nicht. Andere Vereine chatten demnächst für ihre Champions-League-Spiele nach Ungarn. Die Politik mahnt, hier dürfe kein übermäßiges Risiko eingegangen werden. Was auf keinen Fall passieren darf, dass Mutationen aus dem Ausland über die Profifußballer oder das Team, was drumherum ist, eingeschleppt wird. Angesichts der angespannten Lage könnte der Unmut über die Sonderrechte für Spitzensportler zunehmen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 13. Februar. Hoher Luftdruck sorgt verbreitet für Sonnenschein. Der zum Teil lebhafte, eisige Ostwind lässt uns die ohnehin schon frostige Luft als noch kälter empfinden. Im Erzgebirge und im Bayerischen Wald gibt's heute Nacht noch einzelne Schneeschauer. Sonst ist es oft sternenklar und morgen verbreitet sonnig. Vor allem in Brandenburg und Sachsen halten sich noch Wolken und im Erzgebirge ist auch etwas Schnee möglich.
Heute Nacht wieder oft zweistellige Minusgrade, im Bergland teilweise um minus 20 Grad. An der See und am Rhein morgen um 0, in Thüringen bis minus 10 Grad. Auch am Sonntag viel Sonnenschein und zumindest im Westen wieder leichte Plusgrade. Und von Westen zieht am Montag Schnee heran, der teilweise in gefrierenden Regen übergeht. Am Dienstag wird es dann deutlich milder. Um 23 Uhr sehen Sie diese Tagesthemen. Europa in der Corona-Krise, Deutschland macht die Grenzen dicht und ein Schriftsteller und die Vermessung der Welt in der Pandemie. Karin Mioska im Gespräch mit Daniel Kehlmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.